und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, man kann leicht erkennen, dass ich nicht wie üblich aussehe. Und zwar, ihr habt schon alle gelesen, ich habe heute ein E-Girl-Umstyling für euch. Ja, so sieht es aus. Es haben sich so, so viele von euch auf TikTok gewünscht. Ich habe es jetzt allerdings auf YouTube abgedreht oder für YouTube abgedreht, einfach weil ich nicht 10 oder 15 Sequenzen hochladen wollte. Auf TikTok kann man ja immer nur maximal 1 Minuten Videos posten. Deswegen kommt das Ganze jetzt hier. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, es interessiert jemanden von euch. Ich weiß, diese ganzen E-Girl, Softgirl oder Visco-Girl Umstylings waren vor allem letztes Jahr mega im Trend. Aber wie gesagt, es haben sich viele von euch gewünscht. Ich hatte auch mega Bock drauf. Es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Also falls ihr jetzt sehen möchtet, wie ich dieses Make-up und dieses Outfit gestylt habe, nachgestylt habe, vor allem auch die Haare, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! So, wie man wahrscheinlich erkennen kann, habe ich meine Base schon fertig, also ein bisschen Make-up, Concealer, Puder und Bronzer. Und jetzt kommen wir sofort zu dem Augen-Make-up. Ich habe mich dafür Pink entschieden, deswegen verwende ich diese beiden Paletten. Das ist einmal die Mavicon-Palette und eine von Urban Decay. Ich werde jetzt nichts Krasses schminken, also ich klatsche die Farben einfach mal auf meinen Lid und schaue einfach, was dabei rauskommt. Ich verwende jetzt hier übrigens diesen Pinkton, nur damit ihr es nochmal erkennen könnt. Ich klatsche jetzt wirklich einfach in meine Lidfalte und ich werde eigentlich nichts großartig machen, außer verblenden. Und ich gebe den Lidschatten jetzt auch nochmal auf meinen unteren Wimpernkranz. So, ich habe mir jetzt hier schon meine nächste Lidschattenpalette geschnappt und ich glaube, man kann erkennen, dass der Ton auf jeden Fall dunkler ist. Ich gebe den jetzt einfach hier ein bisschen außen hin. So, mit dem Lidschatten bin ich fertig. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel oder zu wenig aufgetragen. Ich möchte jetzt allerdings etwas ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar möchte ich mir einen Cut in die Augenbraue machen. Natürlich mit Concealer. Ich bin mega gespannt, wie das bei mir aussehen wird. Ich glaube, ich mache den Cut auf diese Seite, einfach damit ihr das auch erkennen könnt. Leute, ist das überhaupt die richtige Stelle? Ich habe gar keine Ahnung. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich glaube, es ist ein bisschen zu breit geworden, deswegen bessere ich das nochmal ein bisschen mit meinem Augenbrauenstift aus. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich habe keine Ahnung. Findet ihr, es sieht gut aus? Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich das vielleicht nicht auch noch auf der Seite machen soll. Aber ich glaube, ich belasse es einfach dabei. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Und davor habe ich auch am meisten Angst, und zwar ist es Eyeliner. Ich starte jetzt damit, dass ich auf beiden Seiten mir erstmal einen extrem langen und auch dicken Eyeliner ziehe. Ich gebe einfach mal mein Bestes. Ja. Wie erwartet ist diese Seite besser als die geworden. Irgendwie. Jedenfalls sehen die unterschiedlich aus. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde mir jetzt hier im inneren Augenwinkel noch einen Lidstrich ziehen und außerdem mir hier so eine Art große Wimper zeichnen. Ihr werdet dann sehen, wie das aussieht. Ich bin mal gespannt, weil sowas habe ich noch nie gemacht. So, Freunde, ich bin jetzt fertig mit dem Eyeliner. So sieht es vom Nahen aus. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Aber es war viel leichter, als ich erwartet hatte. Ich muss sagen, es gab Momente, da musste ich wirklich meine Luft anhalten. Aber vor allem diese Wimpern waren mega easy. Vielleicht war es auch einfach Anfängerglück, keine Ahnung. So, next step, Wimpern tuschen und Wimpern aufkleben. Ich muss sagen, ich habe jetzt leider nicht so extrem heftige, fluffy Wimpern, sondern einfach nur so Double Wispies von Adele. Aber egal, Hauptsache Lashes. Ich tusche übrigens auch ausnahmsweise mal meine unteren Wimpern. Das mache ich sonst wirklich nie. Aber ich finde, bei dem Make-up darf das einfach nicht fehlen.
So, kommen wir als nächstes zum Blush. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Teil zusammen mit den Augen. Und da werde ich auch wirklich nicht sparen. Ich glaube, ich werde hier diese beiden Töne verwenden. Sonst benutze ich immer diese eher unauffälligeren Töne. Aber heute hauen wir es mal richtig drauf. So. Und natürlich auch über die Nase. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar, wie cute das aussieht. Und natürlich Highlighter nicht zu vergessen. So, ich möchte mir jetzt hier noch so ein kleines Herzchen hinmalen. Nur das Ding ist, mich stört das jetzt ein bisschen, dass ich nur hier den Cut drin habe. Ich glaube, ich werde den gleich auch noch auf diese Augenbraue machen. Aber ich male hier jetzt erst so ein kleines süßes Herzchen hin. Ich hoffe, das kriege ich schön hin. So. Okay, noch sieht es relativ krüppelig aus. So, das ist jetzt das cute Herzchen. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist, aber ich glaube, das ist eigentlich so ganz gut. Ich musste natürlich übertreiben, habe hier jetzt zwei Cuts reingemacht. Also ich finde, vom Weiten sieht das echt cool aus. Vom Nahen, naja. Kommen wir jetzt aber zu den Lippen und damit auch schon zum letzten Step des Make-ups. Ich verwende hier einfach so einen dunkelpinken Lip Liner. Und trage den jetzt erstmal hier unten und oben auf. Wie man vielleicht erkennen kann, habe ich den Lip Liner nicht bis in meine Mundwinkel aufgetragen und allgemein auch hier nur bis zur Hälfte. Den Rest werde ich nämlich jetzt mit einem etwas helleren Ton ausfüllen. Und tatsächlich war es dann auch schon von dem Make-up. Kommen wir jetzt allerdings noch zu den Haaren. Ich muss sagen, ich bin bei den Haaren ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich nämlich für eine Perücke entschieden. Ich habe die auch schon ein bisschen gestylt. Also ich habe hier zwei Dutz reingemacht. Das Ding ist, ich wollte die vorderen Strähnen eigentlich rot färben. Vielleicht kann man einen leichten Farbunterschied erkennen. Aber die Perücke hat das leider gar nicht aufgenommen. Deswegen, das ist ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, ich setze die jetzt trotzdem mal auf. Ja. Kann man machen, nicht? So, ich hoffe, ich mache jetzt nicht diese Dutz kaputt, wenn ich die Perücke jetzt aufsetze. Let's go. Oh, ich muss die erstmal hier einstellen. Aber ich muss sagen, mir gefällt das extrem. Klar ist die Perücke, hat jetzt nicht die krasseste Qualität, deswegen sieht die natürlich nicht extrem echt aus. Aber ich muss sagen, ich finde es cuter als erwartet, vor allem jetzt mit dem Make-up. So, bevor ich das Ganze jetzt hier anziehe, möchte ich euch mein Outfit nochmal Stück für Stück zeigen. Ich muss sagen, ich bin nicht komplett zufrieden damit. Ich hätte es gerne bunter, vor allem vielleicht ein bisschen pink. Mein Outfit ist jetzt einfach nur schwarz. Weiß. Aber ich finde, das passt irgendwie trotzdem. Also kommen wir erstmal zu den Accessoires. Ich habe mich für ein paar Ringe entschieden. Ich trage an sich kaum Ringe, aber ich finde, das darf bei diesem Umstyling auf jeden Fall nicht fehlen. Außerdem zwei Ketten. Dazu muss ich auch sagen, ich habe wirklich gefühlt gar keinen silbernen Schmuck. Ich wollte jetzt aber auch keinen goldenen Schmuck tragen, deswegen habe ich jetzt hier einfach so eine Kette genommen, die man sich eigentlich an die Hose macht. Die werde ich einfach mir um den Hals hängen. Und außerdem habe ich hier noch eine Kette. Fragt mich nicht, wo ich die her habe. Die ist wahrscheinlich schon 15 Jahre alt. Die habe ich mal als Kind, glaube ich, getragen. Das ist auf jeden Fall eine Kette mit einem riesigen Spinnenanhänger. Und ich finde irgendwie, das passt ganz gut dazu. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch zu Accessoires gehört, aber ich habe hier ein paar Netzsöckchen. Kann man das, glaube ich, nennen. Das ist auch wirklich das einzig farbige Teil an meinem Outfit. Leider. Ja, wie man erkennen kann, in der Farbe Rosa, passend zum Make-up. Und jetzt zum Hauptoutfit. Ich habe mich für einen weißen Rollkragenpullover entschieden. Den trage ich allerdings unter einem Kleid. Und genau, das ist das Kleid. Das ist ein Lederkleid mit, also in so einer Biker-Optik mit so einem Gürtel. Ich finde, das ist auch wirklich so ein typischer E-Girl-Gürtel. Deswegen ja, ist das Outfit eigentlich schon ganz cool, nur ja, ich hätte es halt gerne ein bisschen bunter gehabt oder vielleicht mit so einem coolen Oversized-Band-T-Shirt. Aber egal, dann kommen wir noch schnell zu den Schuhen. Und zwar werde ich dazu meine weißen Buffalos kombinieren. Genau, ich ziehe mich jetzt einmal um und dann melde ich mich bei euch. Und so sieht das Ganze jetzt mit Outfit aus. Ich finde, es sieht so cool aus. Ich komme nicht drauf klar. Ja, wie gesagt, man sieht leider nicht die roten Strähnen, aber egal. Ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Ich werde euch selbstverständlich gleich noch das komplette Outfit mit Schuhen und so einblenden. Ich würde sagen, das mache ich jetzt. Also ganz, ganz viel Spaß. Tatsächlich war es an dieser Stelle auch schon von meinem Umstyling. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Mir hat es persönlich mega viel Spaß gemacht. Falls ihr Bock auf weitere Umstylings habt, dann schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare. Ansonsten war es aber von diesem Video. Schaut jetzt mal gerne bei mir auf TikTok vorbei. Ich werde dann nämlich auf jeden Fall mit diesem Look ein TikTok hochladen. Falls ihr von dem Video kommt, dann kommentiert dieses Emoji unter mein TikTok und ich werde natürlich euer Kommentar liken. Ansonsten möchte ich jetzt natürlich noch drei von euch grüßen, wie immer. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an die liebe Madeleine. Außerdem grüße ich Mavy oder Marvi und zu guter Letzt die liebe Monika. Ganz liebe Grüße an euch drei. Falls du beim nächsten Mal gegrüßt werden möchtest, dann schreib mir das einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es von meinem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao!